Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuen CSGO Overwatch auf Cash. Juhu, nicht Mirage, sehr schön. Ja, was hatten wir vorhin? Letztes Mal hatten wir aber auch zwei andere, also eine andere Map, die aber auch dann zweimal kam. CSGO möchte uns hier gerne immer wieder die gleichen Maps reindrücken, um dafür zu sorgen, dass wir wahrscheinlich die besten Overwatcher auf dieser Map werden, aber nicht mit mir. Okay. Also, das sah ja eigentlich mittelmäßig normal aus, oder? Was er da getrieben hat, da kann man auch nicht so arg viel sagen, aber er bleibt stehen. Wahrscheinlich schreibt er irgendwie haha lol. Es ist noch einer in B-Main, beziehungsweise gleich Sunroom. Mal schauen, was sie jetzt noch machen. Warum blöst er sich immer seine Sachen an? Komm schon. Drück ihn! Iceberg steht da. Oh. Und das war's, okay. Wir achten einfach mal direkt auf sein Crosshair-Placement und auch auf sein Movement. Laggen die alle so ein bisschen oder ist es die Demo? 75. Geht. Geht eigentlich. Die Aufstellung ist schon mal sehr fragwürdig, oder? 3B, 2A, keiner Mitte. Noch nicht mal einer, der irgendwie Highway spielt. Das ist echt ein gefährliches Setting. So. Er sprayt drauf und drückt ihm den Headshot. Kann man mal machen, auf jeden Fall. Er ist aber doch schon ziemlich hart drauf. Ja. Vision Assist, Aim Assist. Weiß nicht, ob er da jetzt durch die Wand durchgelockt hat auf ihn aufgrund seines Aim Assists oder ob er ihn durch die Wand gesehen hat. Aber diese Sprays sehen dann schon doch schon ab einem gewissen Punkt so aus, als wenn er dann seine kleine Hilfe benutzen würde. Blup. Ich denke, da ist eher noch, also ich schätze eher ein Aim Assist ist hier am Arbeiten als ein Vision Assist. Jetzt geht er in der Mitte, okay. Achso, ich habe seine Stats gar nicht angeguckt. Wie ist es denn damit? Hoppala. Mhm, 11-3. Oh, das könnte schon. Hey, was mache ich hier? Ach, scheiße. Okay. Also, da ist auf jeden Fall ein Aim Assist mit am Start. Meine Barthaare kitzeln wieder meine Nasenhaare. Das ist wirklich hervorragend. Gerade in einem Video, das man nicht schneidet. Ja, sieht gut aus. Also, für uns. Für ihn nicht. Ich denke, er ist weg. Dann in einer Stunde oder in zwei. Ist er hinweg? Gebannt, der Kacksack. Hier ist wieder die Frage, was ist die Intention dahinter? Also möchte man sind es, also viele Profi-Hacker sagen dann, das ist ein typischer Anfänger-Hacker oder einfach ein schlechter Hacker. Der zeigt das, was er macht. Der versucht es gar nicht zu hiden, beziehungsweise versucht es nicht zu hiden. Den Leuten ist ja klar, dass der Bann auf jeden Fall kommt. Entweder sind sie dann behindert oder sie haben einen Account gehackt und bringen diesen jetzt eben zum Fall, indem sie ihm dann einen Bann reindrücken, so. Also bei einem Kumpel ist es mal passiert, ist aber schon ewig her, es war zu Source-Zeiten. Sein Account wurde gehackt und wurde dann ein paar Wochen später war dann gebannt. Weil der Cheater eben, weil der Hacker, der seinen Account eben geklaut hat, auf dem Account gehackt hat. Ja, bittere Pille. Eigentlich, glaubt ihr, da ist noch ein Vision Assist am Start bei ihm? Es könnte sein, dass er auch noch ein Vision Assist mit zusätzlich hat, um seine Noobness einfach noch mehr zu unterstützen. Das ist echt lächerlich. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr. Hat er jetzt eben gerade ganz kurz versucht, also warum hat er nicht direkt geschossen, als er drauf war? Wollte er doch zeigen, oh, ich habe vielleicht keinen Vision oder was hat er gemacht? Warum diese Verzögerung? Ich habe mich auch schon einmal oder ein paar Mal gefragt, ob wir einem Cheater zusehen, der auch gerade ein Video aufnimmt, für ein YouTube-Video, um irgendeinen Cheat vorzustellen oder sowas. Also gerade bei so Sachen, wo die Suspects lange stehen, da könnte man, es gibt vielleicht sogar ein Cheat-Video, wo er sagt, ja, und das ist der neueste Obvious-Cheat, guck mal hier, das ist das Cheat-System und dann zeigt er halt das Overlay oder sowas. Deswegen stehen die dann so lange, also deswegen steht dann der Kerl in dem Beispiel so lange rum. Das habe ich mich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, ob es sogar schon so weit ging, dass wir einen Cheat-Lehrer praktisch im Overwatch hatten. Und er auch zu seiner Audience sagt, ja Leute, der Account ist jetzt eh weg und dies und das und guckt euch das an und macht es so und nicht so. Wer weiß. Ja. Sie haben, also er fängt halt schon an, sich im Kreis zu drehen. Es macht natürlich keinen Sinn, gegen so einen obvious Boy zu hantieren. Ich habe jetzt gar nicht nach Other geschaut, also nach Bunnyhop oder sowas, habe ich jetzt überhaupt gar keine Ausschau gehalten. Aber Aim Assist und Vision Assist sind auf jeden Fall am Start. Er hat da so lange durch die Wand durchgeaimt und hat dann mit seinem Aimer dann noch nachgeholfen. Das war der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn, Leute.
Ja, soweit so gut. Denkt dran, heute Abend ist wieder Livestream, aber erst ab 22 Uhr. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag immer ab 19.30 Uhr und freitags dann immer erst ab 22 Uhr. Es könnte sein, das würde ich euch aber dann noch sagen, dass ich auch früher anfange, weil ich heute Abend eigentlich frei bin, also Zeit hätte. Aber ich schwanke noch zwischen früher anfangen zu streamen und eben noch Videos aufnehmen, weil ich nicht mehr, also nichts mehr habe für morgen, übermorgen und Co. Ja, da weiß ich nicht, wie ich das angehen soll. Aber ja, heute Abend um 22 Uhr, aktuelles Giveaway für Subs ist gerade die Ding, die See You Later Alligator. Ich bin ja gerade auf dem Account, ich kann es auch zeigen. What the fuck, die unterschriebene wohlgemerkt. Die hier. Tiddy! Die mit der Unterschrift am Start, also die geht gerade raus an die Subscriber. Dabei ist es wie immer egal, ob man dann wirklich live dabei ist oder nicht, solange man oder sobald man Subscriber ist auf Twitch, ist man mit in diesem Giveaway dabei. Und für alle anderen gehen dann auch nochmal Skins raus. Also für alle Nicht-Subs, für einfach alles und jeden, der gerade zuschaltet, gehen auch nochmal Skins raus. Aber die muss ich erst noch raussuchen, da habe ich jetzt noch keine Liste. Gut, Leute, immerhin 6 Minuten, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal!